Was geht ab? Wir sind da im neuen Setup. Ja, so ein halb neues Setup, wa? Ja, schon. Schon. Vielleicht nicht materiell, aber ja, materiell. Ein bisschen Veränderung. Probieren wir mal ein bisschen aus hier. Ja, erstmal hallo an alle, die da sind. Alles für alle, grüß dich. Und Marius, heute mit einer ganz entspannten Runde. Ja, wir haben nämlich gerade auch schon viel geredet. Oh ja. Für euch. Wir haben gerade eine neue Folge aufgenommen, ihr Lieben. Die kommt am Sonntag und wir waren 4 Stunden gerade zugange. Das ist auch der Hintergrund, warum wir heute eine ganz entspannte Runde machen, die so ein bisschen auf 1 Stunde oder so grob auf jeden Fall begrenzt ist, weil wir einfach schon 4 Stunden ohne euch geredet haben. Bis sicher nicht, es muss besser und Nightmare. Und natürlich auch Verif. Ist das jetzt Bochum oder Bochum? Bochumer sind ja immer strong hier im Chat vertreten. Ja, und ihr seht es auch, wir haben so ein bisschen, also ich war so ein bisschen genervt von unserem Kasten im System bei dem Setup. Es sollte eigentlich auch ein anderes Intro geben noch, aber das habe ich leider verklickt. Aber das ist auf jeden Fall die Idee, ist mehr so ohne Kasten zu machen und alles so in einem Video einzublenden. Dann seht ihr uns auch größer und ich finde das einfach ein bisschen schicker. Ihr könnt ja gerne mal schon in den Chat reinschreiben, was ihr dazu denkt, wie ihr das findet. Ob ihr es besser findet oder das davor, wie wir es hatten, besser findet. Mats ist überzeugt. Sehr gut. Und Verif, da habe ich mich wohl dann vertan mit Bochum oder Bochum. Es heißt eigentlich Bochmo. Ja, wie geht's dir, Jo? Ich bin zufrieden nach der jetzigen Folge. Mhm. Also was man ja schon mal sagen kann, es ist eine Folge, die eigentlich, ich glaube, von einem Monat oder anderthalb Monaten angesetzt war. Ja. Und dann immer wieder verschoben wurde, weil ich wegen diversen persönlichen Verpflichtungen dann nicht vorangekommen bin und auch einfach mehr Zeit für die Folge brauchte, weil ich denke, dass es eine recht grundlegende ist. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr glücklich. Das finde ich ist immer eine total schöne Sache, wenn man eben so lange Arbeit in was reinsteckt, ja, viel geplant hat. Und ich meine, das ist ja trotz alledem, auch wenn man viel zu einem Thema erarbeitet und schon so eine Struktur geschrieben hat, immer noch eine, also du kannst ja nicht genau 100%ig sicher sein, ob dieser Plan, ob dieses Skript dann aufgeht in der ganz konkreten Produktion von so einer Folge. Und wenn das dann passiert, vor allem nach so vielen Anstrengungen, so vielen Stunden, die da reingeflossen sind, dann ist das eine schöne Sache. Und ich hoffe auch, dass die Folge dann dementsprechend auch von euch aufgenommen wird. Aber wir beide sind ja sehr gute Dinge. Ja, echt sehr glücklich. Also auch fertig, ne? 4 Stunden so konzentriert aufnehmen. Also wenn man jetzt sich halt 4 Stunden in Live-Chat setzt und da halt locker spricht oder so, ist es, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn du wirklich dich so konzentriert hinsetzt und sagst so, du hast halt wirklich ein Thema, was du gut rüberbringen willst, wo du eine vernünftige Analyse und ein vernünftiges Verständnis erreichen willst und dann das ist dann mal sehr aufreibend, aber macht auch Spaß. Richtig. Ja, und genau, Marius, Streitgespräch, Anarchismus, Beste, würde ich nicht sagen, dass wir das mit der Özge gemacht haben, sondern das war ja eigentlich mehr so ein gegenseitiger Dialog über Vorurteile gegenüber Kommunisten und Anarchisten, mhm, auch recht unterhaltsam. Aber wir haben ja schon mal mit, wie hieß er nochmal, einem von der letzten Generation. Das war ein Streitgespräch, ja. Ein Streitgespräch geführt, wo wir auch wirklich drüber, ja, sehr abweichende Meinung hatten zum Thema Strategie der letzten Generation. Mhm. Grundsätzlich, haben wir auch schon mal gesagt, sind wir so diversen Streitgesprächen eigentlich offen gegenüber. Nur ich glaube, wir hatten auch irgendwann mal so ein bisschen gesagt, dass wenn wir jetzt Streitgespräche machen, dass wir uns dann auch eher vorstellen können,
das dann irgendwie online live zu führen. Also finde ich auch meistens einfach fairer. So bei der letzten Generation war es jetzt eine Sache von viel gegenseitigem Vertrauen, das auch gesagt wurde. Weil ich meine, die Partei, die ins Streitgespräch kommt, wo es nicht hochgeladen wird, die muss natürlich dann auch das Vertrauen haben, dass später das nicht irgendwie in dem eigenen Sinne geschnitten und geframed wird. Und deswegen sind ja auch häufig eher so Diskussionsformate online. Finde ich da eigentlich die schönere Sache, dass man wirklich so nach klaren Regeln im Endeffekt sich dann in den Ring begibt und einen fairen Kampf der Ideen dann da austrägt. Ich bin auch ein kleines Stückchen, damit ich nicht so hart im Chat drin sitze. Ja, stimmt, der Chat ist ja jetzt da. Genau. Ja. Nee, das Thema ist keine Überraschung, Mats, hatten wir auch schon angekündigt. Es wird über den Faschismus gehen. Also ausführliche Grundlagenfolge zum Thema Faschismus hatten wir uns auch so ein bisschen überlegt, weil mit der Folge 117 zur AfD war es ja dann auch wirklich so, dass sehr, sehr viele dann auch sich das nochmal, also dann irgendwie, ja, was ist denn Faschismus und bla, also so rechte Trolls und so. Und dann haben wir halt gedacht, okay, jetzt ist es wirklich mal Zeit, so eine Grundlagenfolge dazu zu machen, wo man dann einfach auch drauf verweisen kann, wa? Ja, Bezugnahme zu 99:1 in dem Thema. Tatsächlich stimmt es, dass als wir uns entschlossen hatten und angefangen hatten, dazu zu arbeiten, ohne jetzt, dass wir, ich meine, wir stehen ja immer im regen Austausch, vor allem mit Daniel und Nadim, aber jetzt auch mit Marek, aber wir, das muss man ja sagen, jetzt, Marek hat uns ja auch schon zu diversen Themen mal kontaktiert. dass wir das gar nicht vorher irgendwie abgesprochen hatten, dass wir da beide irgendwie was zu machen. Und das ist einfach so entstanden, dass die eben dann im Format hier Trio Infernale sich dem Thema gewidmet haben und wie ich finde auch da wirklich sehr schöne Sachen zugemacht haben. Auch jetzt mit gerade nochmal diese Faschismus falsch erklärt, wo wir natürlich auch hoffen, dass wir dann nicht da drin landen. So, Grüße gehen raus, ne? Aber wir wollten auf jeden Fall auch einfach noch mal mit einer eigenen Perspektive darauf und vor allem in unserem gängigen Podcast-Format uns damit auseinandersetzen und, wie du schon gesagt hast, so eine Grundlagenfolge zu dem Thema da zu erarbeiten. Ja, ich meine, 99:1 haben ihre Faschismus-Parts ja, das ist jetzt kein Hate oder so, aber ich meine, die haben ja die noch nicht mals immer aus den Trio Infernale rausgeschnitten, sodass man einfach sagen kann, ich gucke mir jetzt nur das an und ich glaube beispielsweise auf Spotify oder so hast du auch keine Timestamps dazu. Das heißt, du musst dich selber durch die Folgen dann irgendwie durchklicken, wenn du nicht vor irgendwie die die Katholiken, Juden und Russenwitze dann hörst, die sich dann vormachen und irgendwelche Kulturgedönsparts zu irgendeiner deutschen Punkband oder so. Aber kein Hate, ne? Wir sind ja selber große direkte Freunde von 99:1, aber auch Fans vom Content, vor allem wenn die drei da zusammensitzen. Immer sehr, sehr schöne Dynamik. Nur Liebe. Ja. Ja, wegen, dass du bald vegan und hieß, dass du Fan davon bist, wenn wir Themen nochmal aufgreifen und dann wieder behandeln. Also ich denke, dass das machen wir dann, also einmal machen wir es ja so ein bisschen institutionalisiert am Ende des Jahres immer, weil wir dann ja die über Tage Allstars-Folgen machen, Livestream machen und da haben wir dann ja immer die Leute wieder im Gespräch und dann greifen wir das ja nochmal auf und grüß dich, Sima. Und dann machen wir es manchmal ja auch anhand von aktuellen Ereignissen. Also wenn jetzt zum Beispiel in Nicaragua irgendwas Krasses passiert oder so, dann würden wir sicherlich den Genossen nochmal anhauen und mit ihm dann vielleicht nochmal einen Stream machen oder so, wo wir das dann halt zusammen reflektieren. Wie gesagt, wir sind ein bisschen neben der Spur, müsst ihr auch schon entschuldigen. Ja, es ist Erdinger alkoholfrei. Das muss man sich dann nach hart getaner Arbeit gönnen. Grüß dich, Gringo. Ja, und dann mal, wenn die mittlerweile auf YouTube einzeln anschaubar sind, dann nehme ich natürlich meine Kritik an den Genossen zurück. Das war nur manchmal generell mein Problem, wenn ich mir Trio Infernale angeschaut hatte und dann habe ich irgendwie einen catchy Teil so in dem Titel und dann kann ich mir aber oder will ich mir nicht die ganzen 5 Stunden angucken. Dann ist das manchmal etwas mühsam.
Genau, das ist der Spaß. Man wartet einfach die ganze Zeit drauf. Ist ja auch so ein bisschen wie früher, ne? Mit dem Fernsehen, wo du es nicht kontrollieren konntest. Da musstest du auch die ganze Zeit hinfiebern, dass du dann einen Part siehst, den du dich die ganze Zeit freust. So MTV mit Musikvideos und so. Ja, Nightmare, deine Frage war ja noch, da wir unseren Podcast ja so Learning by Doing angehen, worin sind wir besser geworden und worin wollen wir uns noch bessern? Boah, das ist echt eine umfangreiche Frage tatsächlich, weil es so viel mittlerweile ist. Ich meine, wir machen es ja jetzt nicht seit gestern und es ist halt so viel, was wir halt gelernt haben. Und es gibt auch immer Neues, wo wir weiter dran arbeiten. Ich meine, man sieht es ja jetzt heute wieder mal eine kleine Designumstellung, weil mir das einfach so gefallen hat bei anderen Streamern und Streamerinnen, dass das dann halt mehr so cleaner war. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich gelernt habe, einfach so diese ganzen technischen Sachen so ein bisschen, wo natürlich immer noch Luft nach oben ist, aber wo, ja, wir machen ja alles Mögliche, ne, von den ganzen Vlogs und Livestreams und Podcast und so, und ich kann jetzt halt zu allem irgendwie zumindest ein bisschen was sagen und so eine Grundlage geben. Das ist halt richtig schön, das dann auch weitergeben zu können und so. Und natürlich inhaltlich und ja, auch wie man halt spricht und so, ne? Also das, dadurch, dass man halt so regelmäßig, so kontinuierlich halt immer wieder jede Woche einfach redet, so, und halt auch performt und so mäßig, dadurch wächst du einfach auch da dran, sowohl inhaltlich als auch sprachlich, finde ich. Ja, ich finde, Sprache ist da auch wirklich ganz zentral. Und Anarchismus Beste tatsächlich hatten wir auch schon. Ja, ja. Unser Dreijähriges, weil wir hatten am 01.01.2021 gestartet. Und dementsprechend ist das dann auch wirklich einfach eine. Also es wirkt für mich deutlich länger, als es jetzt real ist, so dass wir es machen. Es ist ja auch einfach eine Zeit, in der man sich dann in den ganzen einzelnen Punkten wirklich viel verbessert. Und ich finde auch, dass dieser sprachliche Punkt wirklich super viel ausmacht. Also man hat natürlich auch manchmal so eine Hinwendung zu mehr Nutzung von bestimmten Füllwörtern oder sprachlichen Eigenheiten, die man einfach beispielsweise jetzt durch die Struktur von Folgen oder so herausarbeitet, dass man irgendwie. Da gibt es doch immer Krieg. Ja, ist dann immer, was unseren was? Füllwörtern, die wir jeweils haben, ne? Das Aktuelle ist ja gerade. Ich glaube, natürlich. Nee, ja, natürlich war vorher. Ja, doch, so natürlich oder. Wie, warte mal. Oh, das hatte ich ja heute erst. Wieder bei der Aufnahme die ganze Zeit. Ja, halt eben sowas wie natürlich, selbstverständlich, ja, ist doch ja, klar, ja, so mäßig. Und das ist halt so ein volles. Und wir sind dann halt auch immer, also speziell ich bin dann halt dann auch immer so, jetzt hier, aufhören dieses Wort zu sagen. Wir müssen jetzt aufhören dieses Wort zu sagen. Und das sind dann halt so Sachen, wo man halt ständig dran arbeitet. Ja. Also tatsächlich auch, ne? Wo man ständig besser werden will, weil das einfach nervig ist. Wenn man sowas drin hat wie natürlich und du erklärst irgendwelche komplexen Zusammenhänge und sagst dann die ganze Zeit, ja, natürlich, ist doch so natürlich, ist doch selbstverständlich, dann ist es einfach eine komische Aussage, weil es ist natürlich ja nicht selbstverständlich. Vor allem witzig auch, weil ich manchmal auch die Sachen dann bewusst in die Struktur reinschreibe. Genau, wenn so genau. Punkte, wenn ich so Punkte vorformuliere oder ja, so. Und dann ist es nochmal besonders lustig, wenn man natürlich dann das natürlich auch jedes Mal ausspricht. Mhm. Ja, und Bold Vegan Anarchist, bei den Folgen viel rausschneiden, ich glaube, das hält sich eigentlich in Grenzen. Ja, das ist nicht viel. Ist halt von Folge zu Folge unterschiedlich. Also manchmal merkt man ja auch selber in der Folge Veränderungen. Beispielsweise bei uns war es jetzt auch so, dass wir am Anfang jetzt von der Faschismusfolge deutlich langsamer waren und einfach mehr reinfinden mussten, als es dann später der Fall war. Also solche Sachen hat man dann auch. Genau. Und es ist halt vom Schnitt her, ist es wirklich primär, sind es Füllwörter und es klingelt an der Tür und man denkt halt oder man denkt halt länger nach und Atmungsgeräusche und so, dass es halt alles etwas schneller ist. Also wir reden ja auch jetzt hier auch langsamer und so und in den Folgen ist das dann etwas mehr getaktet auch. Das ist eigentlich so der Großteil vom Schnitt. Inhaltlich ist es wirklich klar, bei jetzt so einer richtig langen Folge
kommt dann vielleicht so, fällt mir da mal auf, dass es halt sehr starke Wiederholungen vielleicht von irgendwas gibt, die man gut rauscutten kann. Aber bei den Folgen ist es ja, es hat ja eine sehr, sehr klare Struktur mittlerweile. Früher hatten wir deutlich einfachere Strukturen, wo wir viel freier geredet haben. Jetzt mittlerweile ist es halt oft der Dichte, wo wir die Folgen machen, auch gar nicht mehr möglich in der Form. Und da sind halt die Folgen, die Strukturen, die Joshua macht, sehr, sehr dicht. Also jetzt zum Beispiel heute die Folge hat halt 20 Seiten an Struktur und dann funktioniert das auch gar nicht so, dass man da halt so hart von abweicht und dann schwächt das auch Wiederholung, was man rausschneiden muss und so. Genau. Also wir reden natürlich trotzdem ab und zu Sachen frei oder schmücken die aus oder so natürlich, aber... Ja, es gibt ja auch bestimmt eigentlich immer in diesen, selbst jetzt in unseren langen Strukturen, viele Teile, wo wir dann beispielsweise... Also eigentlich hat man immer häufig bei geschichtlichen Punkten natürlich eine starke Ausformulierung von den einzelnen Sachen, weil wir wollen ja auch jetzt, wenn wir eben gerade bei unseren intensiveren Betrachtungen von bestimmten Themen natürlich die Geschichte auch richtig darstellen. Sonst geht es ja nicht nur darum, dass irgendwie jetzt inhaltlich klar zu fassen soll, dann, wenn wir dann geschichtliche Themen ansprechen, dann wollen wir natürlich auch, dass die Daten und Fakten stimmen und die Namen stimmen und wenn es geht, man sich dann auch noch die Mühe macht, wenn es jetzt nicht deutsche Wörter sind, die dann auch richtig auszusprechen und so. Und dafür brauchst du da natürlich dann viel Text. Während man dann in anderen Punkten, wo es eher so um eine allgemeine Analyse von einem Thema geht, ist dann auch eher, sagen wir mal, an einem komprimierteren, so einen komprimierteren Part dann häufig gibt, wo wir dann natürlich da auch viel freier drüber reden können. Und wie du es schon gesagt hast, manchmal fallen einem ja auch dann irgendwelche kleinen Fun-Facts oder Anekdoten auch bei so geschichtlichen Parts ein, wo man dann meint, das muss ich jetzt unbedingt einmal anbringen. Mhm. Ja, Smos, das ist wichtig, witzig, dass du schreibst, weil wir da tatsächlich so, Josh und ich auch so ein bisschen kurz über das Thema Hoffnung Korrespondenz hatten. Denn, also ich würde sagen, im Allgemeinen, jetzt für die gesamte Gesellschaft, auch wenn ich jetzt weiterhin auch an eine Revolution halt glaube, so als so ein Restglauben, ist es halt schon eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation für uns und eine Situation, die wenig Hoffnung macht. Und da haben wir natürlich auch beide immer wieder mal Phasen, wo wir deprimiert darüber sind. Und da gab es auch letztens eine Situation, wo ich eben so sehr desperate war. Und ich dann ja halt auch dieses Gefühl hatte, so okay, ne, wir stellen uns halt hin und probieren halt auch Hoffnung zu vermitteln und irgendwie zu motivieren und so. Und gleichzeitig fühlt es sich aber dann auch so, ja, ist es halt auch ein bisschen schizophren, weil es sich dann gleichzeitig auch wie so eine leichte Lüge anfühlt irgendwo, weil man halt selber jetzt nicht davon überzeugt ist, dass es auf jeden Fall irgendwie gelingen wird, halt so das Schlimmste abzuwenden. Aber gleichzeitig ist das für uns gar nicht so relevant von der Frage von dem, was wir tun. Also für uns ist es, dass wir sind überzeugt von unserem Weg und unserer Weltanschauung und unserer Tat. Und das würde ich tun, ob Hoffnung besteht oder nicht. Und trotzdem finde ich es auch sinnvoll, Hoffnung zu verbreiten und halt zu motivieren und halt einander zu stärken und eben dazu beizutragen, dass auch andere die Hoffnung nicht verlieren oder die Motivation verlieren, weil es ja trotzdem richtig ist, was wir tun. Und trotzdem können wir halt einen Unterschied machen, egal ob wir aufbau bereit zu steuern oder nicht. Ja, ich denke auch, dass es am Ende des Tages so ein bisschen das aus ist, was das ausmacht, oder dass es das ist, was wirklich eine revolutionäre Überzeugung ausmacht, wenn man eben auch so handelt im Angesicht von Hoffnungslosigkeit, weil dann ist man wirklich voll und ganz von der Sache überzeugt. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch das Ding, wie du es schon so angesprochen hast, man macht die Sache halt nicht, weil sie jetzt irgendwie für ein paar Jahre eine realistische Transformation der Gesellschaft bietet oder weil sie jetzt einfach
eine gute Betätigungsmöglichkeit oder so ist. Weil das ist meiner Meinung nach das, was auch Opportunisten einfach ausmacht. So. Sondern man macht sie einfach, weil man einmal die Analyse der Gesellschaft teilt, weil man die Schlüsse teilt, die daraus folgen, wie Gesellschaft verändert werden muss, und weil man die Praxis, die damit einhergeht, für richtig hält. Und wenn man es für richtig hält, ja, was soll ich denn machen? Mir bleibt ja gar nichts anderes. Natürlich gibt es auch diverse Leute, und ich verstehe das auch, dass man sich manchmal zurückzieht, dass man manchmal einfach damit dann aufgibt. Aber meiner Meinung nach, wenn man davon überzeugt ist, dann ist es auch einfach die Pflicht von jedem, genauso zu handeln. Ja, wie du es auch schon schreibst, Mats, lieber organisiert als vereinzelt in die Apokalypse. Also wir sind ja jetzt auch keine Apokalyptiker. Das haben wir auch in unserer Folge zur Apokalypse beschrieben. Aber man darf sich halt trotzdem nichts vormachen, dass wir halt einfach schwach aufgestellt sind. Aber eben genau das, umso besser wir aufgestellt sind, ist es auch egal, welche Situation es ist. Ob es halt kurz vor der Revolution steht oder alles verloren scheint, ist es immer besser, besser aufgestellt zu sein, weil auch wenn halt irgendwelche Umweltkatastrophen und so jetzt sich halt häufen und so, dann können wir halt, wenn wir konkrete Strukturen in unseren Vierteln haben, können wir die halt einsetzen für die Menschen. Und das ist halt, für mich ist es auch mehr als nur, ich bin von einer, also ich weiß, dass es für dich auch mehr ist, will ich nicht sagen, aber es ist für mich auch mehr als nur, ich bin überzeugt also von dieser Analyse und dem Verständnis und so, sondern für mich hat das halt ganz viel mit Gefühl zu tun und ganz viel mit, dass ich das lebe, so dass das halt meine absolute Überzeugung von meinem Innersten her ist. So, und davon kann ich mich halt nicht trennen. Also mich davon zu trennen, würde halt bedeuten, mich von mir selbst zu entfremden. Und das ist halt genau dieses Gefühl, was ich letztens halt hatte, wo wir halt dann auch so ein bisschen drüber korrespondiert haben, wo ich halt eben in den Spiegel geschaut habe, mir länger in die Augen geschaut habe und dann halt wirklich dieses Gefühl ganz stark hatte, trotz dieser Hoffnungslosigkeit, die ich auch in dem Moment gefühlt habe. Ich kann mir halt weiter in die Augen schauen und ich sehe halt das Gleiche in meinen Augen, wie was ich halt vor 10, vor 15 Jahren gesehen habe. Und das will ich halt immer tun. Egal was ist, wenn ich in den Spiegel schaue, mir in die Augen schaue, dann will ich die Achtung vor mir selbst halt sehen, die Würde vor mir selbst und dass ich halt meinem Weg treu bleibe. Das ist für mich zentral. Und das gibt mir auch Halt. Ja, grüß dich auf jeden Fall, Jan. Schön, dass du da bist. Ja, genau, Nightmare, das hängt natürlich auch damit zusammen, aber selbst das ist ja dann auch das, wo man, sag ich mal, große Fragezeichen bei haben kann. Also das, wir können das natürlich nicht vorhersehen, aber selbst wenn wir in Jahrzehnte gucken, nach, sag ich mal, all den Kennziffern so unserer Analyse, ist es ja sehr naheliegend, auch da eben in eine Hoffnungslosigkeit zu kommen. Und das ist ja auch eher so ein bisschen das Problem, was viele Leute haben, dass sie überhaupt gar nicht mehr diese Perspektive für so eine Transformation finden können. Ich würde auch sagen, dass es meiner Meinung nach jetzt entgegen aller Gefühle, die man dazu hat, wo man sich denkt, das ist nun mal so, und auch entgegen aller, sag ich mal, realistischen Vorzeichen, man auch davon überzeugt ist, dass eben die Transformation selbst in ein paar Jahrzehnten nicht kommt. Und genau wie Smoms auch nochmal schreibt, mit Klimakrise dann und allen anderen globalen Problemen, das so viel ferner scheint, dass man dann trotzdem auch immer also historische Beispiele anführen kann, wo man dann sagen kann, ey, guck dir mal an, wie das gestartet ist und was am Ende dabei rausgekommen ist. So, ich finde dann auch immer wirklich so Beispiele wie beispielsweise jetzt die Kommunistische Partei Chinas. Ich
meine, wir sind halt mit einer Handvoll Mitgliedern gestartet und nach zu der größten politischen Organisation der Welt geworden. Finde ich schon beachtlich. Vielleicht reichen dann ja auch die Leute vom anarchismus.de-Server und die FAU vielleicht sogar personell schon ein bisschen besser aufgestellt im Mengenverhältnis. Ja, Mats, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du schreibst. Also, das haben wir, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, aber für mich ist tatsächlich auch, man kann natürlich sagen, ja, wenn man tot ist, dann ist das eh alles vorbei und du, ne, und das kriegst dann nicht mehr mit, was ist. Aber für mich ist halt wichtig, auch ein Leben von Bedeutung zu führen, was halt im Dienst halt von der Menschheit steht. Also, es hört sich halt groß an, aber wenn ich halt, wie gesagt, ein Leben führen würde, was halt nur auf mein eigenes Wohlbefinden und nur um halt eben die Fragen, die halt in diesem aktuellen System halt von Relevanz sind, irgendwie, dass ich halt einen vernünftigen Job habe, irgendwie gut konsumieren kann und so weiter, ausgerichtet ist, dann hat das für mich keinen Sinn. Und das ist ja auch viel, worum es geht, halt um Lebenssinn, eine Erfüllung im Leben zu haben und dann halt auch, dass sich Menschen an einen halt erinnern. Also das, was man halt schafft, dass das halt Bedeutung hat und dass das halt auch ein Stück weit überdauert. Selbst wenn es nur bedingt von der Person überdauert, aber das, was man schafft, halt überdauert von den Taten, die man gesät hat. Ne, dass die Projekte, die man geschaffen hat, ich sehe das ja auch jetzt, das ist ja auch jetzt schon ein gutes Gefühl. So, wenn halt die Projekte, die ich halt verwirklicht habe, die ich halt realisiert habe, von mir unabhängig weiter existieren. Da kann ich halt eine Menge aufzählen tatsächlich mittlerweile. Und es ist ja, selbst wenn ich nicht einverstanden bin mit allem, was da halt passiert und vieles kritisiere und das natürlich auch manchmal schade ist, wozu dann halt Sachen werden, die man halt mal gut fand oder die man halt mitentwickelt hat. Aber trotzdem ist es ja auch geil, dann halt zu sehen, ah wow, das existiert einfach weiter. So dieser Raum, diese Organisation. Und ich bin gar nicht mehr dabei, mache jetzt halt irgendwas anderes. Ist doch schön. Ja, ihr Lieben, stellt gerne weiter Fragen und Dinge, die euch beschäftigen. Haben wir oft auch Ausbruchsgedanken? Was sind denn Ausbruchsgedanken? Also, dass man ausbrechen aus dem System? Ja, oder dass man dann sagt, so, boah, es kann ja unterschiedlich sein, ne? So was du sagst jetzt aus dem System oder boah, ich irgendwie jetzt raus in die Welt, irgendwie auf Reisen gehen oder oh, ich schmeiß jetzt das und das hin, was meinem Alltag sonst ist und mache jetzt lieber was ganz anderes oder so. Also nicht so stark, manchmal. Weltflucht, ja. Grüß dich, Holto. Schon was beiden. Okay, ja, also ja, klar, manchmal schon. Aber jetzt nicht, das ist jetzt kein so mega, mega prägnantes Gefühl bei mir irgendwie die ganze Zeit. Weil ich halt auch einfach, das liegt aber auch, glaube ich, bei mir zumindest daran, dass ich recht zufrieden bin mit dem, was ich halt selber schaffen kann. Also das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Wenn man halt sehr unzufrieden mit sich selber ist und mit seiner eigenen Wirkungsmacht ist, dann ist, glaube ich, der Wunsch daraus dann auszubrechen stärker. Und ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Leben, was ich mir so geschaffen habe bis hierhin. Und mit dem, was ich halt, mit den Mitteln, die ich halt erlangt habe, also auch persönlich halt eben als Person und so, erreichen kann. Und das ist, deswegen habe ich das weniger oft. Ja, ich würde auch eigentlich sagen, also ich fühle mich da, wo ich bin, einfach sehr wohl. Also auf sehr vielen Ebenen. Sowohl einfach im lokalen Leben,
so ein bisschen einfach generell der Verankerung so mit Familie, Freundschaften und eben natürlich auch mit dem Projekt selber so. Also ich finde, es gibt noch einen anderen Grund, warum man solche Ausbruchsgedanken manchmal sicherlich hat, und das ist dann auch eine Überforderung mit bestimmten Sachen. Und ja, es gibt schon irgendwie dann manchmal, sicherlich auch in der Arbeit um den Podcast rum, dass man sich manchmal so denkt, so, boah, eigentlich würde ich gerade gerne einfach so eine Woche irgendwas anderes machen. Und das ist ja auch so, was, glaube ich, am Anfang auch schon mal von dem reingeschrieben wurde, so nehmen wir uns eigentlich manchmal die Auszeiten. Machen wir natürlich auch, aber es ist schon ein sehr, sagen wir mal, lebensfüllendes Projekt auch. Gerade wenn es dann auch um so Sachen geht wie die Folgenproduktion. Darüber hinaus natürlich auch, ne? Und ich glaube auch, sagen wir mal, würde ich weiter politisch arbeiten, so wie ich das viele Jahre in der anarchistischen Bewegung gemacht habe, mit der wenigen Resonanz, die man im Vergleich zu jetzt bekommt, wüsste ich es auch nicht, ob ich vielleicht auch schon gesagt hätte, ich mache jetzt mal irgendwie ein Jahr was ganz anderes oder ziehe mich mal ein halbes Jahr raus. Aber das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, den man jetzt eben durch diesen Aktivismus auf Social Media auch einfach hat, den wir auch haben, ist, dass man eine sehr direkte und sehr gute Resonanz des eigenen Wirkens bekommt und eine sehr starke Sinnstiftung dadurch erfährt. Und das macht das natürlich dann, ja, auch nicht so naheliegend, solche Gedanken dann dazu zu fassen. Gut, jetzt geht es in eine andere Richtung. Aber war auf jeden Fall schön auch mal so nur über die Sachen zu reden. Also ist ja selten, dass es hier gefühlsbetont wird in diesem Männer-Podcast. Ja, das stimmt natürlich. Ganz andere Richtung, eure Musikempfehlung der Woche. Ich habe, glaube ich, also ich höre tatsächlich gerade sehr viel Him. Witzigerweise. Also echt eigentlich gerade nur. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt irgendwie so, gibt mir gerade so den Flow. Ich habe tatsächlich zum Erarbeiten der Folge primär auch ein Genre, was ich schon lange recht gerne höre, Dungeon Synth gehört. Das ist eben, weil das gar nicht so ein populäres Genre eigentlich ist. Das ist so ein bisschen aus dem Black Metal eigentlich entstanden und so dem Dark Ambient. Und klingt eigentlich, wenn man sich das anhört, sehr stark wie so Videospiel-Soundtracks aus Fantasy-Spielen der 80er, 90er Jahre. Und da, finde ich, gibt es wirklich einige unfassbar schöne Kompositionen. Und da könnte ich vielleicht, was auch in der Entstehung der Faschismus-Folge viel geholfen hat, Thief aus Salt Lake City ans Herz legen aus den USA. Der oder die, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil die Person anonym geblieben ist, 5 wirklich sehr schöne Alben gemacht hat. 5? Ja, über die Jahre, wovon, finde ich, vor allem das zweite, das ist auch mit eigentlich das populärste, auch wirklich das Beste ist. Danach würde ich, glaube ich, das vierte nennen. Die sind auch einfach wirklich immer mit diesen Nummern getitelt, haben häufig ein sehr schönes Artwork mit unterschiedlichen Farben dann immer eingerichtet. Ist ein Künstler, den ich wirklich sehr schätze. Und finde ich auch, ist so eigentlich auch die perfekte Musik, wenn man vielleicht einfach mal so für 10 Minuten die Augen schließen möchte und sich so rauszoomt, oder auch beim Arbeiten, finde ich Dungeon Synth eine super Sache. Das Dungeon Projekt Synth heißt FIEF. F-I-E-F. Eigentlich so wie das Lehnswesen. So? Ne, mit E. Also F-I-E-F. So. Genau. So schreibt. Ja. Auch wie Kaiser schon reingeschrieben hat. Ja. Ja. Wie zufrieden sind wir mit der Zuhörerentwicklung?
Also unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, prinzipiell gut oder prinzipiell schlecht. Also ich würde sagen, so die Zuhörendenentwicklung von unserem Kernprojekt, so des Podcasts, damit bin ich recht zufrieden. So, also das ist jetzt nicht so, dass es halt Weltensprünge geht, aber es gab einen deutlichen Sprung nach oben und auch unser Überblick läuft recht gut. Also es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn wir eine neue Überblickfolge veröffentlichen, haben wir am ersten Tag immer direkt 900 Streams so bei Spotify. Das ist ziemlich gut, also nur bei Spotify. Und da waren wir halt früher nie bei den Zahlen. Und auch so, wie die normalen Folgen laufen, damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Da sind wir auch jetzt die ganze Zeit, dass wir immer wieder halt über 800, 900 Streams immer mal wieder kommen. Ja, mit Twitch bin ich, und das geht ja vielleicht auch so ein bisschen her mit der anderen Frage von dir, Jan. Damit bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden, wie sich das so entwickelt. Also es ist okay. Es ist, ich meine, es war ja, ist ja auch ein bisschen ein gewisser Schritt gewesen von YouTube nach Twitch. Da haben wir natürlich dann ein paar Leute verloren, die dann jetzt nicht mehr mit dabei sind und immer live gucken. Aber das konnten wir jetzt, glaube ich, mittlerweile zumindest wieder ausgleichen, würde ich sagen. Aber ja, da wünschen wir uns schon, dass hier ein bisschen mehr los wird. Sag ich so. Das kann ich unterschreiben. Ja, und sonst halt so bei YouTube unsere Videos und so, finde ich halt auch, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, und wie du schreibst, Anarchismus Beste, wir müssten halt viel mehr Zeit investieren und länger streamen. Also einfach, also ich sehe halt auch riesiges Potenzial in Twitch und ich finde auch, dass das lohnt sich, hat sich auch für uns, denke ich, gelohnt, halt hier rüber zu wechseln aus meiner Perspektive. Weil, also einmal ist es noch eine kleine Zusatzeinnahme, wo wir so ein bisschen auch noch weitere Spenden drüber bekommen. Dann ist es halt einfach, glaube ich, eine ziemliche Aufwertung gewesen für die Streams. Also es gibt schon viele coole Funktionen, so wie wir das auch dachten. Ein bisschen neben der Spur alle schon. Und dann, aber ja, wie du sagst, eigentlich ist es besser, man muss halt sehr lange streamen eigentlich. Und wir sind halt keine Primär-Streamer, sondern machen das halt noch zusätzlich sozusagen oder nebenbei. Nö. Und dafür ist es okay. Ja, und Gaming Stream Nightmares haben ja schon einige auch recht früh von uns eingefordert. Zuerst, als es noch überhaupt dieses Konzept gab, dass wir mal Let's Plays machen, aber das ist ja eigentlich auch gänzlich von Twitch Streams abgelöst worden. Das Problem ist halt wirklich unser Hardware Setup. Also für viele Spiele, die, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwelche Sachen von Emulatoren sind, gut, das könnte man vielleicht tatsächlich umsetzen. Wir haben jetzt keine schlechten PCs, aber das ist echt die Frage, ob das dafür ausreicht. Und da ist dann natürlich auch immer, das macht eigentlich auch eher Sinn, wenn man das dann auch wieder lange machen wird. Was anderes ist natürlich, was du, Smoms, schreibst, also mit anderen Streamern interagieren, wäre dann noch was, wo wir, glaube ich, auch selber so ein bisschen Verbesserungsbedarf Ja. sehen, dass wir das häufiger machen. Aber da ist dann auch die Sache, dass wir haben immer so unsere festen Zeiten, wo wir dann hier eine bis maximal mal 2,5 Stunden oder so sitzen. Und was ja auch wirklich entstanden ist als so ein Anhang an die Podcast-Folgen, einfach nur, um das eigentlich für die Folgen selber zu nutzen, so als eine Möglichkeit, um da Sachen zu klären, die noch offen geblieben sind. Und ich finde das auch wirklich total krass, wenn Leute diesen Vollzeit-Streamer-Job auch machen. Auch ich weiß halt nicht, ich meine, ich kann es jetzt nicht spiegeln, aber für mich persönlich, also wir hatten ja auch gerade drüber gesprochen, dass dieses Just Chatting auch immer populärer wird, als so die größten Teil von Streaming jetzt ausmacht. Einfach so teilweise 7, 8 Stunden da zu sitzen und einfach nur mich mit den Leuten zu unterhalten, während die zuschauen. Das finde ich schon krass und kann es mir eigentlich auch für mich selber nur sehr begrenzt vorstellen. Neben dem, dass es natürlich auch jetzt nicht in
den Zeitplan passen würde. Also ich meine jetzt wirklich einfach ideal gedacht, so andere Terminplanung hat keinen Einfluss darauf. Ja, und so zum Thema Zocken, also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Wie du es auch schon gesagt hast, hängt so ein bisschen von der Hardware ab. Also jetzt für gerade reicht das halt vollkommen aus, aber ich habe halt zum Beispiel bei mir hier am PC einfach auch so ein paar Probleme, dass er sich halt mal aufhängt und so. Es ist zum Glück bisher noch kein einziges Mal im Stream passiert. Ich weiß gar nicht warum, aber da haben wir bisher einfach Schwein gehabt. Und ja, ich weiß es noch nicht genau, aber eventuell kann es halt nochmal in der nächsten Zeit nochmal ein Update geben. Und dann ist es auch immer so eine Sache, wenn du halt eine neue Ebene in das Projekt einführst, das ist halt erstmal aufwendig, ne? So, man muss dann ja sich überlegen, ich war schon mal kurz weg. Ich habe mich tatsächlich ganz in so einen Gedanken verloren. Grüß dich, Wade. Ich habe drüber nachgedacht, was ich in diesem Stream jetzt machen könnte, um dich komplett aus der Fassung zu bringen. Was wird diesen, also weißt du, manchmal hat man doch so diese Gedanken, was wird jetzt diesen sozialen Rahmen gänzlich sprengen? Ja, auf jeden so, Fall. Wie, was könnte man jetzt machen oder sagen, wo die andere Person wirklich nur so purer Fassungslosigkeit das sitzt? Ja, genau, Mats, heute ist alles möglich. Vielleicht schaffen wir das noch in den nächsten Minuten. Zumindest alles, was ihr mit Punkten bezahlen könnt. Oh ja, stimmt. Das ist gut, dass wir hier kein, wie heißt das nochmal, Chat-to-Voice oder Chat-to-Audio? Mhm. Diesen, weißt du, wenn Leute Geld zahlen, dass dann irgendwas von denen vorgelesen wird. Ich glaube, das gibt es sogar irgendwie, und kann auch sein, dass es für Punkte ist oder so. Text-to-Speech. Aber ich glaube, es gibt sogar Text-to-Speech. To-Speech. Müsste mal nachgucken. Es kann sein, dass es da was gibt. Genau, was ich noch sagen wollte zu dem Zocken. Also, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, hätte auch Bock da drauf. Dann muss ich mich aber erst technisch damit beschäftigen, wie man das alles noch so macht. Und dann muss es halt sinnvoll in das Projekt integriert sein. Aber dann wäre es halt ein witziger Zusatzcontent, den man irgendwie machen könnte, weil Joshua und ich zocken ja eh ab und zu. Und dann werden wir das auch irgendwann mal, wenn es sich anbietet, tun, sicher. Ja, Marius, seit wann sehen wir uns eigentlich als Anarchisten? Ja, genau, und Wavegrad ist einfach offene Fragerunde. Steht das sogar in der Überschrift, hör mal. Just chatting. Ja, seit wann sind wir eigentlich Anarchisten? Das ist ja auch so ein Thema, was wir ein paar Mal auch schon in Folgen aufgegriffen haben. Und ich finde das immer schwer, das jetzt auf einen Punkt direkt festzumachen, ab wo man dann eigentlich so ein, ja, im Endeffekt so ein Übertrittsmoment hat, eine Taufe als Anarchist. Bei mir persönlich kann ich sagen, war das eigentlich das erste Mal so, würde ich sagen, so mit 12 irgendwie so gewesen, in einer Zeit, wo ich sehr unzufrieden einfach mit so eigenen materiellen Verhältnissen war und einfach so ein bisschen, also sehr, sehr stark diesen Kontrast gesehen habe von meiner Herkunft aus so einer Arbeiterfamilie und wie wenig Kohle wir hatten und gleichzeitig einfach die erhöhten Möglichkeiten und wie viel besser es einfach den Kids jetzt aus so gut bürgerlichen Familien ging und reichen Familien. Und das war eigentlich so das Erste, wo ich einfach so eine unfassbare Wut auf diese Zustände bekommen habe und gleichzeitig mich mit so internationaler Politik auseinandergesetzt habe, auch teilweise Verschwörungstheorien. Und da war dann für mich einfach so ganz zufällig, weil ich auf so ein YouTube-Video, was ich echt lange danach gesucht habe, weil ich das gerne jetzt im Kontext von dem Podcast noch mal gerne mehr anschauen würde, auf YouTube einfach so ein Erklärvideo mit einem furchtbaren Mikro aufgenommen, zum Anarchismus mir angehört habe. Und danach wusste ich dann, okay, ich bin jetzt Anarchist. Aber ich habe das dann nicht mit Subkultur oder so verbunden und dann auch schnell wieder liegen gelassen und eher so dieses Grundgefühl dann irgendwie für mich selber behalten, habe dann auch ganz viel Unterschiedliches politisch ausprobiert, gerade auch nochmal, weil so mit dem Umzug ins Münsterland, was meine Mama nochmal neu geheiratet hat, sich dann auch so materiellen Verhältnisse bei uns gewandelt haben und ich dann nochmal so
4 Jahre schön Mittelschicht erleben konnte. Und ich habe wirklich mit allem Möglichen dann mal so rumgespielt, also von so stalinistischer Interesse in so stalinistische Politik, manchmal auch so ein bisschen so anbandeln mit rechten Theorien, also jetzt nichts irgendwie Neonazistisches oder so, sondern einfach nur mich da in allem Möglichen informiert, viel marxistische Lektüre gelesen, zeitweise dann auch einfach so ein bisschen, oh, ich habe auf das alles nicht mehr so hundertprozentig Bock. Und eigentlich kam das dann so, ich glaube so ungefähr mit 20 wieder, dass ich dann nochmal eigentlich heraus aus so einer marxistischen Politisierung dann nochmal für mich eigentlich so entdeckt habe, ey, da gibt es einfach viele Fehlschlüsse, gerade wenn wir uns so die sozialistische Staatenwelt anschauen, die daraus entstanden ist. Und da habe ich dann eigentlich so das Grundproblem ausgemacht und für mich dann gesagt, warte mal, eigentlich mit der Unzufriedenheit, die ich so über die ganze Zeit hatte, der Anarchismus, das ist doch eigentlich die Theorie, die mir da am meisten geben kann. Hatte dann natürlich auch dann meine irgendwie Krisen immer mal wieder mit dem Denken, aber nach und nach konnte ich eigentlich für mich dann irgendwann auch so richtig ausformulieren, was es eigentlich ist, was ich mit Anarchismus meine und warum ich so überzeugt davon bin. Grüß dich, Rose und Wave, bist du doch schon ein bisschen länger bei uns, oder? Meine auch, der Name kommt mir recht bekannt vor. Naja, auf jeden Fall trotzdem an euch zurückgewunken. Ja, bei mir ist es so, dass ich seit ich 15 bin, so in so organisierter linker Politik unterwegs bin. Und also mein halbes Leben jetzt und mich auch spätestens seit da als Anarchist definiere. Und ein bisschen früher halt eigentlich schon mich so gesehen habe. Und für mich hat das eigentlich so begonnen, dass ich mir auch selber so meine Gedanken gemacht habe über so die Gesellschaft und wie sie befasst ist und alles. Und dann habe ich halt mir eben meine eigenen Gedanken gemacht und bin dann zufällig auf den Anarchismusbegriff gestoßen. Und das hat halt sehr gut zu dem gepasst, was ich mir selber gedacht habe. Und ja, dann habe ich das halt so für mich angenommen. Wann genau das jetzt war, kann ich jetzt schwerlich sagen, ob das jetzt 13, 14 war oder so. Und aber mit 15 bin ich, wie gesagt, aktiv geworden. Und so würde ich das dann eigentlich auch grob sagen, mit so 14, 15. Und seitdem halt auch immer Anarchist gewesen und habe dann nie, es gab nie eine politische Veränderung bei mir. Ich hatte nie eine Suchphase, wo ich irgendwie gesagt habe, ah ja, ich war jetzt mal da und war jetzt mal hier, so. Ich war eigentlich immer in natürlich komischer Art und Weise vielleicht früher so. Das waren wir doch alle. Und ich würde auch sagen, dass ich sicherlich, selbst wenn ich mich vor 5 Jahren angucke, teilweise jetzt den Kopf schütteln würde, ist ja keine Frage, ne? Aber ja, bin schon ein Weilchen dabei, war. Wir zocken Apex Legends zusammen. Und ihr seid auch eingeladen, mit uns Apex Legends zu zocken. Also schreibt uns einfach irgendwo. Wir freuen uns immer über Leute aus der Community, die mit uns zocken wollen. Am besten über Discord. Am besten über Discord, richtig. Ja, Nightmare, ich habe auch mal Bahamas gelesen. Ich habe sogar eine recht große Sammlung an alten Bahamas-Ausgaben, die ich, glaube ich, mal über eine Genossin bei der Auflösung des Bahamas-Vorrates, ich weiß gar nicht mehr, welch, von irgendeinem AZ oder SZ bekommen habe. Also auch Sachen, die jetzt notorisch ausverkauft sind und ich tue mir ein bisschen schwer, die irgendwie wegzuwerfen. Ja, und ich habe auch eine Zeit lang dann sehr ernsthaft Bahamas gelesen und war auch sehr überzeugt von den Sachen, die da drin stehen. Das war eine schlimme Zeit für mich, möchte ich anmerken. Das war eine schlimme Zeit, ja. Wir sind Schund nach Hause zu bekommen, ey. Ja, ich meine, man muss ja wenigstens der Bahamas zugutehalten. Immerhin schreiben sie nicht langweilig und sie schreiben keine langweiligen Sachen. ja, natürlich, heutzutage, sagen wir mal, habe ich ja so wenig, wie man eigentlich nur haben kann, mit diesem rechtsantideutschen Milieu zu tun. Genau, und da kann man dann eigentlich auch mal noch darauf eingehen, Metasynthetik, du hast ja gefragt, was bedeutet eigentlich dieses Antideutsch? Also die Antideutschen
sind eine Strömung der deutschen bzw. der deutschsprachigen radikalen Linken, weil es gibt auch Gruppen in Österreich und der Schweiz. Und das ist eigentlich eine Strömung, die so um die 90er Jahre, vor allem in den Nullerjahren, in der deutschen radikalen Linken aufkam und eigentlich so zwei Grundmomente hatten. Einmal eben die Ablehnung der deutschen Wiedervereinigung und die Angst vor einem neuen deutschen Nationalismus und da vor allem dann häufig auch sehr psychologische Erklärungsmuster angewendet hat, warum die Deutschen irgendwie jetzt wieder zu Faschismus neigen und so einen radikalen Antinationalismus mit einem vor allem bestehenden Fokus auf den deutschen Nationalismus vertreten haben. Und zum anderen eben danach und nach die klassischen antiimperialistischen Erklärungen, was so zwischenstaatliche Konflikte angeht, abgelehnt haben. Und daraus ist dann auch eigentlich eine radikale, also vor allem unter dem, was man heutzutage antideutsch versteht, eine radikale Israel-Solidarität entstanden, auch aus so einer Einsicht dann eben in deutschen Nationalismus und warum alles noch von Antisemitismus durchsetzt ist und ja, das eigentlich aus der deutschen Geschichte dann folgen muss. Eigentlich klassischerweise, wie auch so bürgerliche Erklärungen das machen, dass man mit allen Mitteln, so auf allen Wegen, den israelischen Staat und sein Selbstverteidigungsrecht unterstützen muss. Wir haben aber auch eine hervorragende Folge dazu gemacht, Folge 17, falls ihr die noch nicht kennen solltet. Es ist unser All-Time-Favorite, solltet ihr auf jeden Fall dann hören. Alles für alle nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum 99:1 mehr zu sehr hat als wir, ob das an der Schlagzahl des Contents liegt. Auch, aber ich würde sagen, nicht primär. Generell hat 99:1 vielleicht einfach ein bisschen andere Möglichkeiten. Es ist halt ein viel größeres Team. Die ziehen sich auch immer mehr Leute halt irgendwie heran. Wir machen ja wirklich einen Großteil der Arbeit alleine. Und bis auf unseren großartigen, unterstützenden Community-Teil. Und das ist auf jeden Fall ein Grund. Aber es liegt, denke ich, auch daran, dass 99:1 eher so eine allgemeinlinke Ausgangslage hat und Position bezieht. Und es gibt halt schon immer noch weiter diese Skepsis, also auch wenn wir eine große Community haben, die halt von antideutsch bis maoistisch so reicht, wie wir das immer so schön sagen, ist es ja trotzdem eine Realität, dass es immer noch Leute gibt, die dann gucken, anarchistischer Podcast, habe ich gar keinen Bock drauf, weg in der Linken. Auch wenn das natürlich total, total dumm ist, weil wir ja wirklich auch universellen Content für die Linke eigentlich mittlerweile machen und auch eigentlich schon immer gemacht haben, wenn man ehrlich ist. Und das ist aber sicherlich auch ein Grund und dann ist es halt auch so eine Sache, dass halt die Entwicklung, die 99:1 genommen hat, als so ein bisschen, ich würde sagen, so erklärbar für die Linke und so ein Analysemedium, was ja sehr gegenstandspunktnah ist, wenn man halt mal ehrlich ist, das zieht halt einfach unheimlich gut und es hat halt auch eine. Es sind halt einfach Leute auch dort zu Gast, die sehr gut Leute ziehen. Also diese ganzen Leute vom Gegenstandpunkt, die ziehen halt sowohl auf einer Interessensebene, weil die Leute das gut finden und interessant finden, und weil die es auch lustig finden. Also es gibt halt auch viele Leute, die es einfach sehr unterhaltsam finden, wenn diese ja, überwiegend dann schon arroganten Männer dann da sitzen und halt irgendwie über irgendwen herziehen oder so. Das finden auch viele Leute lustig. Ja, mit Osama und dem von der letzten Generation. Ja. Finden wir auch lustig, so ist es ja nicht. Favorit, wirklich. genau, Peter Decker-Hype und so. Ja, klar. Ich meine, Peter Decker hat ja jetzt sogar so schon so TikTok-Videos ja. Mit ist das nochmal Subway Surfer. Nebenlaufend. Ja, Nightmare, einmal kurz direkt dazu. Ich würde nicht sagen, dass sie näher an der Gruppe K als am Gegenstandpunkt jetzt zwangsläufig sind. Also ich meine, das ist ja sowieso so eine sehr spezifische Diskussion eben um diese Spaltung von Gegenstandpunkt und Gruppe K, auch die inhaltlichen und die strategischen Unterschiede.
Und ich würde sagen, die bundeln eigentlich mit beiden Teilen an. So, und ich würde da auch nicht klar sagen, dass sie jetzt viel näher an dem einen oder an dem anderen dran sind. Ich glaube schon, dass es vielleicht noch eine leichte stärkere Nähe dann irgendwie an der Gruppe K gibt, aber die suchen sich da auf jeden Fall keine Seiten aus, weil ich glaube, auch wenn es da eine direkte Positionierung zu dem einen oder anderen geben wird, dann würden die anderen sich vielleicht auch nicht mehr so wohl da fühlen. Und ich glaube, das funktioniert auch wirklich primär darüber, dass sie einfach die Leute dann da bei sich haben, einladen und dass sie auch einfach die Sachen, die der Gegenstandpunkt beziehungsweise die Gruppe K-Leute sagen, einfach sehr einleuchtend finden, wie man immer so schön dazu sagt. Was halten wir von Bündnissen wie ums Ganze oder der interventionistischen Linken? Also erstmal würde ich prinzipiell sagen, dass man es nicht komplett verallgemeinern kann, weil es ja schon sehr unterschiedliche Gruppen gibt, die auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Aber wir stehen dem Ganzen jetzt halt, ich würde sagen, tendenziell kritisch gegenüber, ohne das jetzt komplett irgendwie zu sagen, das ist irgendwie Müll oder so. Aber wir sind jetzt keine Fans von diesen Strukturen und naja, es ist ja generell so diese ganze postautonome Geschichte mit ihrer Kampagnenpolitik, die halt überwiegend, auch wenn es speziell bei DL und auch bei uns ganz immer gesagt wird, es gibt irgendwie da ganz viele Gruppen, die Basisarbeit machen und so, kann ich das ehrlich gesagt nur teilweise erkennen. Und das ist halt einfach unser politischer Schwerpunkt, dass wir halt sagen, wir müssen halt Basisarbeit in unterschiedlichen Formaten machen. Da unterscheiden wir uns einfach strategisch sehr, sehr fundamental von den meisten EL und ums ganze Gruppen. Und es bewegt sich halt schon sehr in so einem Szene-Kontext oder halt in so einem kampagnenpolitischen Kontext, wo wir einfach sagen würden, dass es nicht komplett, aber schon relativ größtenteils auch gescheitert ist als Strategie für eine radikale Linke. Und ja, was können wir noch zu den beiden Strukturen sagen. Wir haben auch sicherlich immer wieder sehr grundsätzlich unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen. Also zum Beispiel jetzt die Basisgruppe Antifaschismus als ein Beispiel finde ich ganz gut. Ihr wisst ja, dass wir eine Folge mit den Genossinnen zusammen gemacht haben zum Thema der Preiserhöhung. Und da fanden wir es halt auch mega stabil, was in Bremen halt passiert ist. Und das habt ihr ja vielleicht teilweise mitbekommen, dass wir das dann auch total unterstützt haben. Und genau, und dann gab es jetzt aber halt auch wieder drei, vier andere Themen, wo ich halt auf deren Instagram-Seite geguckt habe und mir gedacht habe, so holy shit, halt, das ist halt mega hängen geblieben für mich. So, obwohl das halt auch Leute sind, die uns ja regelmäßig hören, stabile Genossinnen eigentlich sind und an sich auch viel gute Arbeit machen. Aber ich denke mir auch manchmal so, wo seid ihr halt hängen geblieben? Und das ist halt ganz oft bei diesen EL und ums ganze Strukturen so. Es gibt manchmal positive Ansätze und wo man sich denkt, ah, die wollen in die richtige Richtung, aber es scheitert dann halt häufig an so einer konsequenten, revolutionären, antiimperialistischen, klassenkämpferischen Politik. Ja, danke euch auf jeden Fall, Metasynthetik und Mats, für die lieben Worte. Ich finde das ja auch eigentlich so ein bisschen das, was wir immer versuchen zu machen, ne? Dinge gut zu erklären und dabei gut auszuschauen. Zumindest mein Leitbild. ja, und Nightmare auf jeden Fall richtig bei YouTube zum Thema Antideutsche, finde ich, kann man auch immer gut auf den Konkretkongress und das Streitgespräch zwischen, ich glaube, es war ja Wolfgang Port und Karl Held verweisen. Wirklich ein sehr schöner Moment der deutschen radikalen Linken. Ja, und Wave, du hattest noch gefragt, wie gehe ich mit dem Lehramt und diesem ganzen Diener des Staates Dings um? Erstmal schön auch, dass du den Namen richtig ohne C schreibst. Das ist immer Problem irgendwie bei so öffentlichen Terminen und so, habe ich schon ein paar Mal. Ja, wie gehe ich damit um? Also erstmal, so wie wir das eigentlich auch schon bei anderen Berufen so ein bisschen diskutiert haben, finde ich ganz wichtig zu sehen, dass man so oder so als Teil dieses Systems eingemeindet wird. So, und wir alle unseren Teil, ob wir es wollen oder nicht, eben an der Aufrechterhaltung dieses Systems spielen. So, und natürlich ist jetzt bei dem Beruf des Lehrers das nochmal direkter, weil man eben im Sinne so der
bürgerlich-kapitalistischen Verfassung und dem Rechtssystem eigentlich auch die Leute gerade jetzt in den sogenannten Laberfächern, abseits der Naturwissenschaften, natürlich auch im Sinne dieses Staates zu guten Staatsbürgern erziehen sollte. Das ist eben ein Widerspruch, finde ich, wenn man diesen Beruf aufnimmt. Den muss man halt als Linker aushalten. Ich persönlich... Ja, ist schwer, viele Linke Widersprüche auszuhalten. Ja, es ist ja auch ganz furchtbar, die Lohnarbeit und so. Ganz schlimm. Ja, wie soll man das nur überstehen? Ja, ist halt so, muss man halt machen. Also ich denke mir immer so, wenn es so viele gerade Linksradikale, so Marxisten, Sozialisten, Anarchisten in der Vergangenheit geschafft haben, dann werde ich es ja wohl auch irgendwie hinbekommen, das zu machen. Ich meine, der Lehrerberuf ist ja jetzt nicht wirklich dafür bekannt, irgendwie sonderlich viele Konservative zu produzieren. So, da ist ja schon wirklich eigentlich fast eine Überrepräsentation an Linksradikalen in diesem Beruf, wo man auch mal den Rechten eigentlich Recht geben kann. Und für mich persönlich kann ich da eigentlich auch eine Trennung aufmachen, also so gut es geht. Ich kenne auch viele Linke. Im Lehrerberuf ist das natürlich eine schöne Sache, wenn man, sagen wir mal, die richtigen Anreize da setzen kann. Und ich meine, jeder von uns kennt auch den Unterschied so in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, den ein Lehrer da ausmachen kann, ob er jetzt ein Konservativer oder ein Marxist dann ist, was man vielleicht auch für Themen behandelt und was für interessante Anreize man bekommt. Aber ich mache mir da jetzt auch keine großen Illusionen, weil es ist primär auch ein Beruf, den ich mir ausgewählt habe, weil mir das persönlich einfach Spaß gemacht hat, weil ich die Themen, die dort behandelt werden, interessant finde und weil ich finde, dass die Arbeitsbedingungen gute sind und man am Ende gutes Geld verdient, so. Und ich finde, da kann man dann auch neben dem ganzen ideellen Lohn, den man da für sich einstreichen möchte, mit dieser Tätigkeit, kann man auch einfach darauf verweisen, dass es auch einfach mal okay ist, einen Beruf zu machen. So, und dann die Gesinnung, sagen wir mal, so an der Garderobe hängen lassen. Ja, wow. Grüß dich, Sadi. Schön, dass du es noch geschafft hast. Linksradikale Cops. Warum sagst du so? Ja, wow. Diese Gesinnung an der Grobe länger ist. Und ich meine, so auch. An manchen Tagen. An manchen Tagen, ja. Ich wollte schon sagen. Jetzt, nein, also, nicht jetzt grundsätzlich. Auch linke Lehrer sind natürlich dazu aufgerufen, revolutionäre Tätigkeiten an der Schule zu machen und zu unterstützen. Ja, also. Ja, und linksradikale Cops. Ja, auf jeden Fall. Mehr davon, bitte. Ja, brauchen wir wirklich. Also. Ja. Auch vollkommen ironisch. Also es ist halt der Umgang mit der Linken, mit dem Thema ist halt aktuell da total dumm einfach. Also wir brauchen halt unbedingt einfach mehr revolutionäre und linke Leute in Strukturen von Bundes und Co. Oh, wir wurden geradet von Knosper. Sehr schön. Guck mal, so sieht's dann aus. Wenn wir die Leute haben. Oder meine Kanone durch die Straße geschoben. Ja, hallo an alle, die dazugekommen sind. Wie ist die Knusper? 38 voll gut. Schön. Grüße an alle. Guck mal, Jan schreibt auch schon den richtigen Link rein. Ja, genau, also wir brauchen mehr Leute in so Polizei, Bundeswehr und so, weil das einfach super viel davon abhängt, dass wir in einer zukünftigen revolutionären Situation hängt es halt davon ab, ob Militär und so weiter zumindest in Teilen auf unserer Seite ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann scheitern Revolutionen meistens. Allein deswegen schon. Und es gab ja auch schon immer sowas wie kritische Polizisten innerhalb der Strukturen. Gibt es auch so Arbeitskreis kritischer Polizisten oder so, die, glaube ich, aus den Castro-Transporten entstanden sind, und die haben einfach wichtige Arbeit immer gemacht. Die haben halt Sachen geleakt aus der Polizei, haben sich halt eben da entsprechend positioniert. Und es gibt auch immer noch eine Zeitung, glaube ich, von eben diesen linken Polizisten. Das ist eine gute Sache. Also natürlich ist es halt ein schwieriges Verhältnis. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja auch klar, dass wir halt keine Freunde der Polizei sind und so, aber ne? Oder Freunde von einzelnen linksradikalen Polizisten. anderes kontroverses Thema von Meta.
Was halten wir von linken Populismus? Und die Beispielperson kenne ich tatsächlich nicht, oder? Stay. Das sagt mir gerade wirklich nichts. Ja, linker Populismus an sich ist natürlich die Frage, was man jetzt explizit damit meint. Also Linkspopulismus, also eine politische Bewegung, da persönlich halte ich recht wenig von, weil ich finde so dieses, was man modern unter linkspopulistischen Parteien versteht, also sowas wie Podemos, Syriza oder auch die moderne Partei Die Linke. Das ist ein Twitch-Streamer. Ja, ist ein Twitch-Streamer. Das ist meiner Meinung nach eine Verfallserscheinung der sozialistischen Bewegung so. Mit dem Ende wirklich von den großen Arbeiterbewegungen, so Fragmentierung von Arbeitermilieus, finde ich, hat auch so eine ideologische Degeneration stattgefunden, die sich dann eigentlich in diesem modernen Linkspopulismus ausdrückt. Und da wird ja eigentlich auch so dieser klassische Klassenkampf aufgegeben für eigentlich eine Programmatik und auch eine Gesellschaftserklärung, die eigentlich mehr diesen Widerspruch zwischen eben dem Volk an sich oder der einfachen Bevölkerung, das kann ja auch jetzt, das muss ja noch nicht mal eben aufs Staatsvolk gemünzt sein, das hat häufig auch dann so einen internationalen Anspruch, es geht einfach mehr um irgendwie die Armen an sich und die in der Bevölkerung es nicht so gut haben, und die stehen dann eigentlich in diesem bunten Kollektiv gegen die bösen Eliten, die für deren Misere verantwortlich sind, häufig gepaart dann einfach mit sozialreformerischen Absichten. Und diese Art von linkspopulistischen Parteien finde ich natürlich ziemlich bescheuert. So. Das ist ja auch das, was wir zu so Wahlbündnissen wie Syriza, Podemos, heutige Die Linke dann eigentlich auch denken. Weil man sieht immer, die wählen halt diesen parlamentarischen Weg. Ja. Und die werden immer zwangsläufig in ihren sowieso schon eigentlich nur noch reformerischen Positionen einfach nach und nach durch den parlamentarischen Apparat, insofern sie es dann mal schaffen, irgendwo in eine Landesregierung, wie bei uns jetzt die Partei Die Linke zu kommen oder wie bei Syriza dann eben auch mal so eine gesamtstaatliche Regierung zu stellen, in ihren Forderungen noch mal massiv beschnitten und sorgen eigentlich nur, und das ist ja auch das, wo immer diese linkspopulistischen Parteien aufstehen, eigentlich mal wieder in Zeiten der größeren sozialen Bewegung. Und diese ganze Kraft bündeln sie dann auf ihre nicht nachhaltige Politik. Die Leute sind dann auch wieder von der Partei enttäuscht und im Endeffekt kommt dann auch nichts dabei rum. Linkspopulismus an sich, in dem, dass wir irgendwie, sagen wir mal, mehr dem Volk nach der Schnauze sprechen sollten, ja, und uns mal wie normale Menschen verhalten und auch Sachen mal ein bisschen einfacher formulieren, das ist eine schöne Sache. Davon brauchen wir mehr. Aber von dem ersten brauchen wir nicht mehr, davon brauchen wir weniger. Was beschäftigt euch, die hier neu reingekommen sind? Von Knosper denn aus so? Wir haben ja offene Fragerunde und just chatting hier. Was beschäftigt euch so? Wir wollten ja eigentlich nicht so lange machen heute, aber wenn jetzt halt so ein großer Schwall an Menschen dazu gekommen ist, können wir noch mal ein bisschen dranhängen, wa? Ja. Was? Gott. Gott. Aber nur der, aber nicht der richtige Gott, der Demiurg. Der böse Schöpfergott, nicht der im Hintergrund. Unsere Namen sind Marian und Joshua. Genau. Joshua ohne C, wie man schon richtig angemerkt hat. Was soll's? Ich merke gerade, dass ich mich so verhalte, als wäre in dem Bier tatsächlich Alkohol drin. Aber das wisst ihr vielleicht nicht alle, weil ihr teilweise auch frisch dazugekommen sind. Wir haben vor dieser Livestream haben wir schon 4 Stunden Podcast aufgenommen, weil für alle, die über Tage nicht kennen sollten und jetzt neu dazugekommen sind, wir machen normalerweise vor allen Dingen Podcasts. Super, Nightmare. Du bist echt genial. Sehr schön. Finde ich auch super mit der Frage davor. Ja, das ist echt. Ja, scheiße. For me and for you. Oh ja. Sehr schön. Stark. Das ist sehr, sehr sweet von dem Opa. Ja, wollen wir das jetzt einmal machen, Joshua? Mit der Atomkraft. Im Thema Atomkraft. Er hat nämlich eigentlich hat er ein Sprechverbot zu dem Thema. So.
Und ihr müsst halt versprechen, wenn er jetzt redet, dann müsst ihr versprechen, dass ihr nicht böse auf uns seid. Ja, also. Also, ne? Ja, dann denkt einfach daran, dass ihr sonst halt mit uns übereinstimmt. Nun ja, also ich persönlich habe eigentlich. Bin so aufgeladen. Habe eigentlich eine positive Haltung zur Atomkraft. Mhm. So, und tatsächlich denke ich, dass entgegen auch vieler linker Vorstellungen. Es gibt ja, sagen wir mal, ich bin ja nicht alleine, so, es gibt ja auch Linke. So, es gibt ja auch Linke, die, sagen wir mal, jetzt pro Atomkraft sind. Oder die Atomkraft einfach. Es ist ja auch immer so aufgeladen mit diesem Thema pro Atomkraft, als ob es dann darum geht, dass Atomkraft die einzige Energiequelle ist, die wir dann für Stromerzeugung verwenden. Also die Sache ist die, es gibt ja diese Linken, die eben sich eine zivile Nutzung von Atomkraft eben in der Zeit nach einer Revolution, wenn eben nicht mehr nach kapitalistischen Prinzipien gewirtschaftet wird, vorstellen können. Ich persönlich bin aber auch eigentlich davon überzeugt, dass es, sagen wir mal jetzt auch gerade in dem deutschen Kontext, eigentlich fahrlässig ist, dass Atomkraft abgeschrieben wurde und dass es so eine massive Politik gab, die gegen Atomkraft gemacht wurde. Ich kann viele von den Punkten verstehen, so, und ich verstehe auch beispielsweise den sehr starken Schock, den es beispielsweise dann über die Atomkatastrophen gab. Aber ich denke, im Gegensatz zu den Sachen, denen wir uns jetzt gegenüber sehen, wurde einfach auch sehr viel vulgäre Kritik und sehr viel Angstmache gegenüber Atomkraft betrieben. Also nehmen wir mal beispielsweise einfach die Entwicklung, die es bei Brüterkraftwerken gab, die die Menge an atomarem Abfall stark verringert haben. Wenn da einfach viel mehr Forschung reingesteckt werden würde und sagen wir mal auch, man dann einfach diesen Kostenfaktor dafür mitnimmt, dann hätte man eben eine Technologie, um die fossile Nutzung massiv zu reduzieren und gleichzeitig auch, ich mache jetzt hier so ein Werbegespräch, und gleichzeitig auch eben, sagen wir mal jetzt einfach im Sinne der diversen politischen Kräfte, auch sehr viele von deren Ängsten und Wünschen und Ansprüchen an so eine Stromerzeugung erfüllt. Und ich finde halt so, das, was da immer hervorgehoben wurde, dass es eben so großartig furchtbar mit dem Atommüll ist und der Gefahr, die eben bei Atomkraftwerken besteht. Ich glaube, das wird eben einmal mit der heutigen Technologie total überschätzt, die Gefahr, die davon ausgeht. Und zweitens eben, finde ich es meiner Meinung nach, auch einfach bei den klimatischen und geologischen Bedingungen, die in Deutschland herrschen, auch einfach nicht so angebracht. Also es wird ja dann immer Japan als Beispiel herbeigeführt. Und ich würde auch sagen, so eine Insel wie Japan, da ist Atomkraft jetzt eigentlich auch nicht sonderlich gut aufgehoben. Aber in eigentlich einer vor so extrem klimatischen und geologischen Bedingungen recht bewahrten Region wie Deutschland, finde ich, spricht jetzt eigentlich deutlich weniger dafür, dass wir jetzt große Angst vor hier dem atomaren Ende bei der Nutzung von Atomkraft haben sollten. Und gleichzeitig, finde ich, wird meiner Meinung nach auch total unterschätzt, was für eine Verseuchung so mit radioaktiven Materialien beispielsweise die Nutzung von Kohlekraft bedeutet. So, wie viel Radioaktivität durch die Nutzung von Kohlekraft in die Luft geblasen wird und wie viel weniger im Vergleich dazu eigentlich die Produktion von einem Atomkraftwerk ist. Nichtsdestotrotz ist es jetzt auch nicht so, dass ich Atomkraft irgendwie als die alleinige Lösung unserer Probleme jetzt für die nächsten Jahrzehnte sehen will, weil erstens natürlich so Brennmaterial allen voran, Uran ist halt genauso wie andere einfach eine begrenzte Ressource und das ist auch nicht irgendwie bis in die Ewigkeit. Und als zweites ist es natürlich auch so, dass die Folgekosten für Gesellschaften auch vergleichsweise hoch sind durch eben das große Problem von der Zwischen- und der Endlagerung. Aber ich denke halt, sagen wir mal, man entgegen halt so dieser absoluten Anti-Haltung, die lange in der radikalen Linken vertreten wurde zu dem Thema und auch der Umweltbewegung, sollte man einfach so ein bisschen die Diskussion darum
öffnen. Aber ich sehe jetzt auch nicht irgendwie die Perspektive, dass Deutschland wieder in die Atomkraft einsteigt, weil dafür die Kosten auch eigentlich an dem jetzigen Punkt viel zu hoch sind. So, und ich hab jetzt gar nicht in den Chat geguckt, aber das vielleicht einfach als diese Position, die ich halt als Einzige, und das ist ja auch wirklich witzig, das ist die einzige Position, die ich in diesem, Podcast nicht vertreten darf. Ich musste die ganze Zeit lachen, weil eure Kommentare so hammergeil sind nebenbei. Es ist halt geil, weil ich habe mich halt beim letzten Castortransport, den es in Deutschland gab, halt wirklich von der Schiene prügeln lassen, von den Bullen. Um dann halt ein paar Jahre später mit dem hier irgendwie in einem Livestream zu sitzen und das anzuhören. Nein, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich das komplett wahnsinnig finde, was du sagst. Ja, eben. Dann aber mach nicht so eine emotionale Geschichte, sondern mach mal ein Argument auf. Nee, also jetzt ohne Witz mal, ich hab einfach mich davon verabschiedet, mir davon gerade eine große Meinung zu bilden. Es hört sich halt wild an, aber das Thema ist in Deutschland eh durch. Und es ist halt einfach wirklich so, dass es halt, also ich habe halt primär so eine individuelle, sehr positive Erfahrung mit diesem Anti-Castor-Transport, weil das einfach richtig geil war. So, sag ich mal. Also es war halt einfach so eine total schöne Erfahrung, halt dieser Kampf gegen diesen Castor-Transport zu sehen, halt, dass in einer ländlichen Region so starke linke Strukturen vorhanden sind, wo einfach auch die Bauernschaft, was ich da erlebt habe, könnte ich jetzt halt einen Podcast mitfüllen, war halt einfach richtig geil, wie dann irgendwelche Bauern, die dann halt irgendwie rumrennen und bei Bullenautos die Spiegel abbrechen und was weiß ich, so total abgefahrenes Zeug. Und wo man einfach gemerkt hat, das war halt eine Tradition des Kampfes, die da war. Und noch so ein bisschen so dieses 80er-Feeling halt irgendwie so mit Helmen, mit hunderten von Leuten in Ketten halt irgendwie durch den Wald laufen, war schon geil. Aber das ist meine Ansage dazu. Und mehr sage ich dazu nicht, weil ich Also das instrumentelle Verhältnis aufgrund der Mobilisierungskraft. So, was hatten wir hier noch alles? Es ist ja klar, ne, dass in was für eine Ecke ich hier jetzt direkt wieder gestellt werde dabei. So, Schusswaffen. Oh, ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch nochmal drüber reden wollen. Ja. Das ist auf jeden Fall schön, wie ich sehe, dass ihr dann Stairwait. Das ist auch geil, ne? Kommen halt einfach so voll viele neue Leute rein und dann reden wir darüber. Toll. Tja, du hast es ja eingefordert. Irgendwie eingefordert. Wir wurden gefragt. Halt. Ja, auffällig, wie Joshua strahlt. Das ist einfach, ne, die gute Laune, die man hat, wenn man von Atomkraft überzeugt ist. Es wird ihm so lange untersagt, darüber zu sprechen. Jetzt könnte es endlich tun. Ich möchte auch nochmal anmerken, die erfolgreichsten sozialistischen Gesellschaftsentwürfe haben alle nicht nur zivile Atomkraft genutzt, ja. So, jetzt machen wir noch eine letzte Runde, Leute. Ja. Also, irgendwelche Fragen, irgendwas anderes, was nicht damit zu tun hat. Ihr habt ja jetzt schon bekommen, was ihr wolltet. Ist ja nicht meine Lieblingsenergieerzeugung so. Also der, für mich geht auf jeden Fall der Preis da an die Wasserkraft. Finde ich sehr beeindruckend. Macht auch Spaß, auf den Dingern zu stehen. Ich meine, von welchen Kraftwerken kann man das behaupten? Ist blöd für die Fische und die Natur in den Gewässern. Aber ist schon ziemlich beachtlich. Ja, es gibt halt keine Energiegewinnung, die nicht auch Nachteile hat, ist ja klar. Ja, so. Ja, absolut. Schnapp macht das Krokodil. MM. Opa. Das Krokodil macht Schnapp. Ich hoffe, du bist nicht Schnappi. Ich glaube, es geht eher darum, dass Krokodil wieder in der Nachbarschaft ist. Wo anfangen, wenn man Kropotkin lesen will? Also, ich würde einfach sagen, Eroberung des Brotes. Also, ich finde es jetzt halt nicht furchtbar kompliziert geschrieben. Also, der gute
Unser guter Kropotkin hat sich da schon Mühe gegeben, das einigermaßen verständlich zu formulieren, aber es gibt auch, glaube ich, noch zusammenfassende Werke, die das sekundärmäßig behandeln. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber da kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, wie gut irgendwas ist, weil ich halt jetzt nur selber das halt ihn immer selber gelesen habe. Und ich fand eigentlich Gegenseitige Hilfe im Tier- und Menschenreich und Eroberung des Brotes einfach gut verständliche Werke. Aber es gibt auch kürzere Texte von ihm in Broschüren oder so, wenn du jetzt zum Beispiel nicht Bock hast, ein ganzes Buch zu lesen. Aber man kann ihn einfach so universell empfehlen, würde ich sagen, weil es nicht zu komplex ist. Du hast Gegenseitige Hilfe gelesen? Ja. Schön. Ja, ist auch echt ein interessantes Buch, weil es ja auch tatsächlich bis heute in der Wissenschaft einen Stellenwert zumindest hat. Also es ist natürlich jetzt nicht neueste Stand der Forschung oder so, aber es wird sich nach wie vor immer mal wieder auch von Wissenschaftlern und Menschen, die sich halt mit dieser Frage beschäftigen, auch darauf verwiesen. Also dass sie halt, sieht man häufiger mal in irgendwelchen Medienartikeln oder so, dass dann halt gegenseitige Hilfe erwähnt wird oder auch mal Kropotkin erwähnt wird. Nein, Meta, wir haben noch keine Podcast-Folge über den Anarchismus damals in Katalonien gemacht. Das ist auch was immer noch so bei uns auf der Liste steht. Mal was zum Thema spanischer Bürgerkrieg generell und vor allem natürlich anarchistischer Gesellschaftsversuch dort zu machen. Ich meine, es ist halt vielleicht auch deswegen so ein bisschen hinten dran, weil wir uns ja auch Mühe geben, zu den Dingen was zu machen und zu den Themen was zu behandeln, wo jetzt noch nicht so viel existiert. Und es gibt halt kein Thema innerhalb der anarchistischen Bewegung, das mehr Beschäftigung erfahren hat als dieses. Da gibt es halt einfach so viel zu und deswegen gibt es jetzt auch keine große Dringlichkeit. Das ist halt nur, glaube ich, wenn wir mal wirklich einen coolen Gast zum Beispiel dazu haben, der einfach sehr viel dazu sagen kann, nochmal aus einer bestimmten Perspektive oder so. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch, wenn er noch leben würde, Abel Pass oder so bekommen würden, würde ich natürlich sofort ihn in einen Podcast einladen. Das geht leider nicht mehr. Ja, Mats, ich würde, glaube ich, ein Atomkraftwerk in Brandenburg bauen. Also ich finde, es ist einfach ein Bundesland, das schreit für mich nach Atomkraft so. Es ist flach, es ist dünn besiedelt, es ist nah an der großen, also es ist eigentlich ringsum um eine große Metropole gelegen. Kurz danach würde ich sagen Nordbayern, weil es ist ja immer so, dass die Süddeutschen sich so furchtbar darüber aufregen, dass bei denen unten nicht der Strom ankommt mit der Energiewende, diese großen Trassen durch Deutschland bauen muss. Und ich denke, da könnte man die Leute aus Bavü und Bayern ziemlich glücklich mitmachen. Ja, und andere Frage, Wave, was ist die bedeutendste anarchistische Strömung in Deutschland? Ich glaube, da kann man genau einmal Anarchosyndikalismus sagen, eben in dem explizit organisierten Anarchismus vor allem. Ich würde vielleicht sogar sagen, so grob einfach synthetischer Anarchismus jetzt nicht ausformuliert, sondern in dem Sinne, dass es ganz viele Leute gibt, die ein vages Potpourri an unterschiedlichen anarchistischen Strömungen in sich vereinen und alles irgendwie so ein bisschen interessant finden und einfach anarchistisch sind. Projektanarchismus würde ich es jetzt mittlerweile nennen. Synthetischen Anarchismus, der ist fast in der Form, also wie es sie mal gab, fast ausgestorben. In der ausformulierten wieder. Form. Aber ja. Von diesen Leuten gibt es halt unfassbar viele, vor allem viele Leute, die nicht anarchistisch organisiert sind, sondern in irgendwelchen anderen linksradikalen Strukturen und, sagen wir mal, für sich einfach ein bisschen anarchistische Position vertreten. Ja, aber speziell so dieser Projektanarchismus, also einfach Kommune, Besetzung, Hausprojekte, so alternatives Leben, das ist eigentlich so die, wo halt dann Leute, das ist keine richtige ausdifferenzierte Strömung, aber ich benutze das immer als so ein Sammelbegriff für das, was eigentlich so hegemonial als Vorgehen und Handhabe im aktuellen Anarchismus ist. Und danach kommt dann Anarchosyndikalismus. Und was zu Stirner habe ich zumindest gar keinen Bock dazu zu machen. Ich will es jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht mal irgendwann eine Beschäftigung mit Stirner gibt. Aber wir haben ja sowas tatsächlich noch nie gemacht. Wir haben noch nie eine Beschäftigung mit einer einzelnen Person gemacht. Sondern wenn wir eine Beschäftigung mit Personen hatten, dann haben wir das immer im Kontext von größeren Themen auch getan. Also ich würde zum Beispiel nicht ausschließen,
jetzt, ich meine zum Beispiel unsere Folge zu soziale Banditen, da haben wir auch ja mit mehreren anarchistischen Persönlichkeiten uns auseinandergesetzt und die näher behandelt. Und ich würde das nicht ausschließen, dass wir mal irgendein Thema haben, wo halt Stirner relevant ist und wir ihn dann halt auch mal behandeln oder so. No. Ja, und vielleicht, um das dann noch abzuschließen, Käse und Meta, ich find verständlich, dass ihr eben mit hier euch das Endlager in Södersgarten wünscht, aber ich finde, das ist auch die falsche Herangehensweise an Atomkraft, denn es geht ja nicht darum, Atomkraft als eine Strafe zu verstehen, sondern als ein Geschenk. Das vollends okay, zu embracen. Es muss jetzt enden, Leute. Ihr merkt, es wird Zeit. Es wird wirklich Zeit. Ja. So. Noch ein Erdinger alkoholfrei mehr und dann sieht es hier aber ganz anders aus. Ne? Wir wollen nicht wissen, so, was wir da noch für Themen ansprechen. Wir haben 20 Minuten dran gegangen, als wir eigentlich wollten, dann noch 10 Minuten für Nightmare. Ja. Sehr schön. Also, Leute. Ich habe das Gefühl, die 10 Minuten und 7000 Punkte haben sich für Nightmare gelohnt. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube, wir machen das häufiger nochmal. Ich glaube, wir machen das. Jetzt müssen wir schnell sein. Wir machen das häufiger nochmal, dass wir so Just Chatting machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr das gut fandet. Dann machen wir das ab und zu mal. Ist natürlich auch für uns wenig Arbeit und so. dass wir das ab und zu mal reinstreuen. Vielleicht dann ja auch mal länger. Vielleicht haben wir mal Bock. Ja, machen wir so ein 7 Stunden Just Chatting. Wie du es niemals machen wolltest. Ja. Einfach mal irgendwie noch so eine einstündige Reaction in der Mitte dann einstreuen. Ne? Ja, ja, genau. Okay, Leute, dann haut rein. Wir hören uns am Sonntag wieder. Dort gibt es eine richtig, richtig gute Folge von uns zum Thema Faschismus. Folge 120 wird awesome. Richtig. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf, ihr Lieben. Macht's gut. Schönen Abend noch.